Hallo und herzlich willkommen zum Spiel Jagd Alliance 3. Erstmal vorweg vielen, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit habe, dieses Spiel zu spielen. Und ja, ich hoffe, dass ich da nicht ganz so schlecht bei abschneiden werde. Ich kenne leider die Vorgänger dazu nicht, muss ich dazu sagen. Und ich werde jetzt einfach so tun, als ob ich noch gar nichts davon gespielt habe, obwohl ich gerade schon die erste Mission vergeigt habe und ja, das damit überspielen möchte, indem ich einfach so tue, als ob ich vorher noch gar nicht gespielt habe. Nein, aber Scherz beiseite, das war ein nicht so guter, nicht so glorreicher Anfang. Ich habe es auch überhaupt nicht verstanden, wie man jemanden heilen kann. Ich habe jetzt mal im Internet ein bisschen geschaut, da steht in etwa drin, wie man Verletzungen behandeln können soll. Und mit dieser Voraussetzung möchte ich einfach nochmal ein komplett neues Spiel starten. Die ursprünglichen Spiele der Jagd Alliance Reihe aus den 1990ern nahmen Klischees und Stereotypen auf die Schippe, die in den Actionfilmen jenes Jahrzehnts vorherrschend waren. Jagd Alliance 3 setzt diese Tradition fort, parodiert allerdings auch aktuelle Geschehnisse und Themen aus der Popkultur. Dieses Spiel ist reine Fiktion und basiert auf keinen echten Personen, Orten oder Ereignissen. Zum Glück, denn viele davon werden in die Luft gejagt. Spieler sind dazu angehalten, es nach eigenen Ermessen zu spielen und sich ihre eigene Meinung über das Spiel zu bilden. Und darüber, welche Gegnergruppe als erstes eine Granate spendiert kriegt. Hello, no one is available to take your call. Please leave a message after the tone. This is Emma LaFontaine. Thank you for agreeing to help me find my father. I don't have much time to talk. I've been told it's no longer safe for me here, so I'm preparing to leave. I can't believe a city that only a few months ago was filled with joy and hope is now a place of fear and suspicion. But perhaps that tells you just how important my father is to this country. You see, Alphonse Lafontaine is much more than just the president. He is the symbol of my people's faith in a brighter future for Grand Chien. Since his abduction, that faith has been shaken. Things like law and justice are fragile concepts here, and the political enemies my father made are already calling for emergency powers to be invoked. I don't know if they are behind the kidnapping, but I am sure they are planning to take advantage of it. The person who took my father calls himself The Measure. I haven't been able to find out who he really is, but everyone knows what he wants. He has demanded the entire Ajani River Valley be given to him. His followers, who call themselves the Legion, have already seized most of it. But he has vowed to execute my father should the government attempt to intervene. I've wired the money you requested. Please, assemble your team and come meet me on Ernier Island at Corazon Santiago's villa. She is the Adonis representative I told you about in my email. Her diamond mining operations can help with additional funding should you need it. My car is here. I have to go. I'll have more details for you when we meet. Ja, willkommen auf der Rekrutierungsseite von AIM. Dies ist die Webseite der Association of International Mercenaries oder kurz AIM. Hier kannst du verschiedene Söldner durchsuchen und anheuern. Für deinen Anfangstrupp wird empfohlen, mindestens 3 Söldner anzuheuern, aber behalte dein Geld im Auge. Du kannst im Verlauf der Mission jederzeit Söldner anheuern, also mach dir keine Sorgen, wenn du aktuell nicht genug Geld hast, um die legendärsten Söldner anzuheuern. Dann klicken wir einmal auf Fortfahren. Und ich kann eine Sache auf jeden Fall schon mal sagen, dass ich gerade verwirrt bin. Wir hatten nämlich in unserer letzten Folge Barry und den fand ich auch am besten, weil das war unser Sprengstoffexperte. Und jetzt weiß ich, wie man mit ihm spielt und jetzt habe ich ihn nicht mehr. Und jetzt schicke ich einen Fluch an die Macher dieses Spieles raus. Warum kriegt man nicht die gleichen Leute? Was soll denn das? Ja. Dann nehmen wir mal unseren Typen aus der USA. Ich meine, die sind ja eh für den Krieg prädestiniert. Den nehmen wir auf jeden Fall einmal mit. Bornell here. What do you want? Die ich nehme mit. Excellent. I've been looking for some fun. Das passt.
Ja, Frauen hatte ich beim letzten Mal nicht dabei. Das ist eine Mechanikerin. Ach, der Typ ist Arzt. Medizin 81. Ich würde mal glatt behaupten, dass wir den dann einfach mal mitnehmen. Hi, is this a prank call? Last time some mercs contacted me under an alias and sent me to Cambodia for 2 weeks. So, is this a genuine offer? Ja. Oh, wow! I never thought this would happen. I mean, you sure you want me? Of course, you're sure. That was stupid of me. Sorry. Where are we going? Africa? Okay. I'll pack some shorts. Ich bereue es jetzt schon ein wenig, ihn mitgenommen zu haben, aber ich habe ja nicht so viel Auswahl. Mein guter Barry ist nicht da. Der ist diesmal nicht erreichbar. Warum, weiß ich nicht. Ich finde das echt mies. So, die Fragezeichen ist auch Mechanikerin. Präzisionsschütze, das hört sich doch gut an. Treffsicherheit. Da würde ich fast sagen, dass wir den mitnehmen. I am Omrin. You must be the Glavny. Do you have job? Is it easy? Ja, es kommt auf die Qualifikation an. Wenn man Leute gut töten kann, dann sollte er einfach sein. Good. We spit on it. I will come to this Grand Chien place. But now I must eat and nap, so I have strength when I am there. Okay, Maus. Sie ist Allrounderin. Beweglichkeit, Geschicklichkeit, gute Gesundheit. Was heißt das? Heimlichtuer beim Schleichen für Feinde schwieriger zu entdecken. Leicht erhöhte Chance bei heimlichen Töten. Klingt erstmal nicht schlecht, würde ich sagen. Ah, sie ist Ärztin. Aber die Medizin war jetzt nicht so toll. Dann würde ich eigentlich sagen, ich baller jetzt einfach mal alles rein, was ich habe, weil das hatte ich nämlich vorher nicht. Dass wir den Typ aus Steroiden erstmal nehmen. Do you have business? I thank you for giving me the business. I see you. Aber deine Steroide bezahle ich nicht. Gut. Nee, Moment. Das war die Ärztin. Das war die Allrounderin. Ich wollte zwar eigentlich gar keine Frau mitnehmen. Jetzt hätten wir 4 Leute. Aber ich baller jetzt einfach mal alles raus. Ich möchte das diesmal richtig machen. Hat sogar Medikamente dabei. Okay. Hi, Maus hier. Ach du Scheiße. You want me for a mission, right? Jetzt weiß ich, warum die Maus heißt. Great. Oh, now I have to tell Stella. She will be a nightmare. She still can't get used to retirement. Okay. Nehme ich mal einfach so an und starte. So, unsere Truppe ist bereit. Wir müssen erstmal in unser Einsatzgebiet reisen. Den Moment hier draufklicken. Ich muss dazu sagen, auch wenn die erste Aufnahme nicht so toll geworden ist, das Spiel spiele ich tatsächlich zum ersten Mal. Also zum zweiten Mal, so gesehen jetzt. Okay, bye. Weil es die zweite Aufnahme ist. Du hast 5... Achso, das war jetzt, wie viel ich bezahlt habe. Okay. Kämpfen, ja, genau. So, dann schauen wir doch mal. Unsere Gegner sind genau wo und können wir irgendwas hier unterwegs noch einsammeln? Da habe ich mich beim letzten Mal nicht so nachgeschaut. Ich nehme sie erstmal alle ready mit. Ready to do stuff. We ja, move. Kommt mal alle hier hin. Sieht hier aber nicht so aus, ob man da irgendwas mitnehmen kann. We all go now. Untersuchen mit MD. Okay.
Okay. Wait. Isn't that an enemy over there? Ja. Lauf doch nicht extra da rein. Leute. So nicht. So, erstmal alle runter. Come on. Es dauert zwar jetzt ein bisschen länger, aber ich gehe jetzt auf Nummer sicher, weil ganz ehrlich... Oh, da rechts sind auch noch welche. Nach dem, was ich beim letzten Mal jetzt hier erlebt habe... Copy that. Die sehen mich nicht, oder? Oh, come check this out. Kräuter in der Nähe gefunden. Mhm. Was nennt ihr in der Nähe? Ist das hier unten? Hab ich mich jetzt erschrocken? Ich wollte mich gerade an dich ranschleichen, du Idiot. Wo ist denn hier unser Hochpräzisionstyp? Ja. Das war der nicht, oder? Moment. MD-Steroid? Nee, das war der Arzt hier, oder? Michael hier. Michael. Ja, ich bin mir nicht sicher. Moving. Ich lasse ihn mal von hier aus. Stat. Schießen. Du warst der Arzt, oder? Moment, woran sehe ich das denn jetzt hier? Du warst der Arzt. Oh, ich habe den falschen genommen. Super. Aber gut, ich meine... I think I can, you know, get him. So, ich kann nicht weniger runter. Kriege ich den Kopf? Ich bin mir nicht sicher. Sehr ungenau. Nein! Ich wollte doch auf den Kopf knicken und nicht auf die Arme. Umrühmen. I am awake, Lonnie, but hungry. Du bist hungrig, ja. Kann ich doch nichts dafür. MD present. Nein, was yeah. Da oben hin. I will go. Außer Reichweite. Du willst mich jetzt hier veräppeln. I should be working out. Hm, okay. What's the word? Kannst du da hin? Move it out! Genau, mach mal Platz da. Der alte Mann will da hoch. Got a nice clean shot from here. Aber der ist sehr ungenau, ne? Lass mir ihn mal in den Oberkörper schießen. That was so cool! I wish I could shoot like that. Ready when you are. Okay, Maus kann ziemlich... Achso, der ist tot schon? Moment, Moment, Moment. Der ist doch tot, oder? Würde ich sagen, Zugende. Ich meine, wir können hier hin, aber die sind ja nicht in der Nähe, ne? So, ich würde euch gerne alle markieren, Jungs. Nein? Ach, dann untersucht das doch einfach. So. An diesen Ort haben 5 tapfere französische Kommandos eine ganze Kompanie der deutschen Kriegsmarine abgewehrt und der Garnison von Fort Lobleu Zeit verschafft, sich vorzubereiten. So, ihr dürft jetzt alle eins nach oben gehen. Ich weiß nicht, warum ich die jetzt nicht mehr... Ready to, do stuff. Ja, ja. Ich weiß nicht, warum ich die jetzt nicht mehr alle... auswählen... Weil sich da noch einer reingeschlichen hat. Ihr Schweine. Moment. Grizzly here. Zu wenig AP. Ja, dann leg dich am besten wieder hin. MD present. Och, das habe ich gar nicht gesehen. Legt euch alle mal wieder schön schlafen hier. So, kannst du noch irgendwo hin? Du kannst nur noch nach da. Maus hier. Ne? Maus könnte theoretisch... Ist aber sehr ungeschützt da, ne? Aber wir versuchen es trotzdem. Stressful, but I'll do it. I'm a mime, not a miracle worker.
Kreis zielen, ja. Das war jetzt natürlich nicht so schön, ne? Das war jetzt auch nicht das, was ich jetzt eigentlich geplant hatte. Ja, okay. Der Kerl mit den Steroiden ist über den Boden am Robben. Hat auch nicht mehr genug AP dafür. Ja, ich muss jetzt erstmal. You must be well groomed for battle. Oil up those muscles. Keine Sicht. Tja, ich habe generell keine Sicht mit dem, ne? I go then, maybe have a nap. Was? Er wird gerne App haben, oder was hat er jetzt gesagt? Moment. MD, du warst der Typ, der Leute verbinden kann. Dich würde ich ehrlich gesagt schon gerne irgendwo haben, wo man dich nicht direkt findet. Okay, will do. Du kannst gar nichts mehr machen, du kannst auch noch da. Grizzly kann nichts mehr machen und Maus kann nichts mehr machen. Da müssen wir erstmal. Das war jetzt richtig dämlich von mir. Ich habe den echt nicht gesehen. Ready when you are. So, du darfst dich jetzt direkt bedanken, Mädel. Dein Ernst, sie liegt direkt vor dem und kriegt das nicht hin. What's the word? Got him right where I want him. I knew Grizzly would take care of it. He's almost as good as I am. So, Jungs und Mädels. Ist jetzt hier noch jemand? Wenn ich jetzt den Zug beende, stehen dann alle wieder? Ich sehe nämlich sonst hier nichts, ne? Außer die beiden. Hier hinten waren, glaube ich, noch zwei. Oder ist der eine jetzt hier hochgelaufen? Ich bin mir nicht sicher. Oh ja, ernst jetzt? Ich hab da echt niemanden gesehen. Boah. Omrin hier, Glavny. Wieso kommt der da nicht rum, dass der ein besseres Schussfeld hat? Hat doch jetzt da. Da, Glavny. Boah, es war so klar. Problem ist halt, dass die da so ein schlechtes Schussfeld haben. You got it. Das ist jetzt das Dümmste, was ich machen kann, ich weiß. Come on, Mouse. You can do it. Ich will noch mal. Yeah. Ready when you are. Nein, Grizzly sollte sich daneben setzen. Repositioning. Nein! Wieso habe ich jetzt so wenig? I should be working out. Von da aus habe ich kein freies Schussfeld. Moving. Das ist das Problem. Also ich verstehe es so, im blauen Bereich habe ich dann noch genug, dass ich einmal drauf schießen This kann. Das Problem ist natürlich... Okay, er hat ein freies Schussfeld. Okay. Gut, und das heißt dann für mich, die stehen wirklich erst dann auf, wenn keiner mehr in der Nähe ist. Ja. Sehr schön. Dann geht mal alle hier zusammen. Follow you. Nope, that's fine. So, Maus müsste jetzt eigentlich Sichtbarkeit von interaktiven Objekten auf der Karte. Kannst du mit Alt umschalten. Okay. Also ich kann hier mit Alt gerade gar nichts umschalten. Aber okay. So. Ich habe jetzt hier geöffnet. Um die Verletzungen eurer Söldner zu heilen, klickt in der Satellitenansicht. Das hier ist für mich die Satellitenansicht. Mit einem Rechtsklick auf das Arsenal. Auf Operationen, wo ich nicht draufklicken darf. Das fängt doch schon mal gut an. Oder geht das erst, wenn das erste wirklich komplett runter... Ja gut, es steht nicht verletzt drin, ne?
Vielleicht geht das tatsächlich erst, wenn sie jetzt so richtig verletzt ist. Also vollständig verletzt sozusagen. Sure. Haben die denn gar nichts? Können wir die nicht... Na gut. We're going, right? Ja, und hier müssen wir eigentlich... Ach, Moment, die hatte doch gesagt, sie hatte... Ups, jetzt habe ich so... Get the lead out, people! Sie hätte doch gesagt, sie hatte hier Heilpflanzen entdeckt. Waren das die hier? Oder wo hat sie die entdeckt? Das hat sie gesagt, als wir hier hochgegangen sind. Ich kenne jetzt nur solche, die so ähnlich aussehen wie die hier. Ah, Kräuter sammeln. Sehr schön. Okay. Anybody got snack? Wieso hört sich das hier eigentlich so komisch an, als ob hier jemand Unsichtbares die ganze Zeit uns hinterherläuft? Ich bin mir nicht sicher. We're going, right? So, sind das jetzt die zwei, die ich vorhin hier gesehen hatte? Die zu uns gelaufen sind? Sieht so aus, ne? Die können wir auch nicht durchsuchen. Hier ist auch nichts zum Durchsuchen. We're moving? Schade. We're moving. Ja. Na, ich dachte, ich könnte hier vielleicht noch irgendwas mitnehmen. Aber egal. No need to rush. Are you Miss LaFontaine's mess? Go on inside. They're expecting you. There is something unknowable here. Hackbares Gerät gefunden. Sehr schön. I wanted to warn you, but you were already en route. Legion forces have landed on Ernier. They even tried to attack us here at the villa. I can't imagine what they want with this tiny island. It is neither Ernie Island nor my villa they want. It is you. Perhaps they think capturing you would make your father more cooperative. Then I'm sorry I came. I didn't mean to put anyone else in jeopardy. I know how you feel. That's why I prefer bandages over bullets. Don't sweat it. You got yourself a grizzly now. So, mit denen werden wir schon fertig. I am so grateful to hear you say that. Grand Chien's own government can't do a thing to help. I am reassured by your confidence. Here, please take this as a gesture of my appreciation. Ja, nehmen wir natürlich gerne an, weil wir brauchen natürlich Geld. You're quite welcome. Now, as to beginning your search, I suppose... Questioning the Legion soldiers on Ernier about my father would be a good way for you to start. This is Corazon Santiago. She's the director of operations in Grand Chien for the Adonis Corporation. Her people encountered the Legion face to face. She will manage additional funding while you are in the field. Additional funds are good. Snacks are also good. Hello. It is good to meet you. As Emma said, I will provide you with a cut of the proceeds from the Adonis Diamond Mines to help fund your mission as you liberate each one from Legion control. Oh, I like mines! Lots of little holes to hide in! But first things first. The Legion has overrun the island, capturing the town and the old fortress. Liberating the town is essential to securing transport to the mainland, but securing the whole island will ensure you have a good base of operations. Additionally, the locals may be appreciative and give useful intel. Was gibt es noch über die Legion zu wissen? Led by a man calling himself the Major, it is the largest paramilitary group in the region. They seized all our diamond mines before my security teams could respond. They are brutal bullies, but not smart or well trained. They should be no match for professional soldiers. Beating up dumb bullies happens to be my favorite type of mission. This will be fun. I will show them the force of my incredible biceps and they will run or I will smash them. Wer ist der Major? Perhaps the biggest warlord in Grand Chien. Not much is known about him, except that he runs the Legion like a cult of personality. He is both worshipped and feared. It's likely you'll have to deal with him directly in order to rescue my father. Erzähl uns mehr über Ernie Island. This island is isolated and defensible,
and will serve as a good launch point for missions into the Ajani River Valley. The people here are docile but resourceful. Help them, and they'll help you. Oh, that's swell! Oh, they sound nice. Some may prove more helpful than others, I'm sure. But you should talk with as many of them as you can. They may have information that could be of use to you. Please excuse me. I must take this. Yes. No! Just tell them to wait! Just tell them to wait, goddammit! My apologies. Where were we? What was that about? It was... well, it was nothing that concerns your mission. It was simply, certain logistical issues that require my attention from time to time. Again, I apologize. Do you have any further questions for us? Nö, haben wir nicht. Good luck. Corazon and I will be keeping in touch via radio. Ja, können wir mit denen theoretisch beiden noch mal einzeln sprechen? I can't be sure, but that might be something interesting, right? Es ist ein Luxusstuhl, nicht so hässlich oder billig wie ein Plastikstuhl. Ja. Okay, was kann man denn noch alles hier machen? Komm doch raus. Nö, der hat wohl die Moskitos gerade gefunden oder sowas. Hello again. What would you like to know? Did you need something? Nee, kommt aber auch nichts Neues. Good luck. Okay. Corazon and I will be keeping in touch via radio. Na gut, bleiben über Funk in Kontakt. Alles nicht das Problem. Ich dachte nur, man könnte jetzt hier eventuell noch irgendetwas machen, aber anscheinend nicht. Verbinde einen beliebigen Söldner, der TP verloren hat. Ja, das wollte ich eben. Aber das hat er mich nicht gelassen. Weil es hieß ja, man soll in die Funkansicht gehen und per Rechtsklick... Ah, jetzt kann ich auf Operation gehen. Ah, Moment. Verletzungen behandeln. Kann ich aber trotzdem nicht machen, weil es grau ist. Na gut. Söldner, die medizinkompetent sind, können ihre und die Verletzungen anderer Söldner behandeln. Dabei verbrauchen sie allerdings Medikamente. Ach, das kann natürlich sein, dass das deswegen bei meiner ersten Aufnahme nicht geklappt hat, weil ich keinen Söldner dabei hatte, der sich mit Medizin auskennt. Ich bin natürlich auf die Prügelknaben sozusagen gegangen. Gebiet ausspähen. Spähe das Gebiet in einen Umkreis von 2 Sektoren aus und kontaktiere die Bewohner, um Informationen über naheliegende Sektoren zu erhalten. Kann man das automatisch machen? Anscheinend ja. Ich würde sagen, dann ist Maus wahrscheinlich am besten. Starten wir mal. Woran sehe ich jetzt? Wahrscheinlich, bis das einmal hier durch ist. Just letting you know, I'm super all done here. Medikamente gefunden. Maus hat den Bereich fertig ausgespäht und Infos gefunden für Sektoren. Der Aussichtspunkt I2 und Dorf Ernie, ich muss immer an Ernie und Bert denken, H2. Die Späher haben einige Medikamente gefunden. Okay. Auch im Dorf? Im Dorf und in I... Also H2 und I2. Wir sind jetzt gerade in I1. I2, H2. Ach so, okay, die hat dann also quasi schon die komplette Insel ausspioniert. Das ist nicht schlecht. Das sollte ich mir merken. Ich kann auch einfach hier unten auf Operationen gehen, sehe ich gerade. Söldner trainieren. Weise einen Trainer hinzu, um die Werte anderer Söldner zu verbessern. Er muss einen höheren Wert haben als der Söldner, den er trainiert. Aber das wird wahrscheinlich auch einiges kosten, ne? Gegenstände reparieren. Wähle bis zu 2 Söldner aus. Moment, Grizzly?
Den haben wir doch... Ach so, doch, den haben wir dabei. Ja, das war der Amerikaner, genau. Kostet mich das denn was? Gegenstand auswählen? Ach so, okay, aber die sind nicht so weit runter. Obwohl automatisch auffüllen wäre natürlich schon mal nicht schlecht. Das würde ich auch gerne automatisch auffüllen. Hallo? Na gut. Wir lassen es mal so stehen. Nee, Moment. Starten. Wirklich abbrechen? Nein. I hope this task will be a good workout. Das dauert jetzt 6 Stunden lang. Oh. Dann halten wir das doch mal lieber an. Wie gesagt, ich habe da noch keine Ahnung von. Ich muss mir hier erstmal alles angucken. Ich würde aber sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann im der nächsten Folge hier zu den Felsenpythons reisen. Die haben mich ehrlich gesagt in der letzten Folge, die ihr niemals sehen werdet, haben die mich ehrlich gesagt platt gemacht. Ich bin mir nicht sicher, was von denen jetzt schlimmer ist. 2 von denen, 4 von denen. Ich denke mal, die ersten werden wahrscheinlich die sein, die schwieriger sind. Aber egal, wir machen das so, dass ich erstmal wieder die falsche Taste drücke. Warum auch immer ich jetzt starten drücken musste. Aber egal. Wir machen das so, dass wir hier dann, wie gesagt, einen kleinen Cut machen. Und dass wir uns dann in der nächsten Folge im nächsten Gebiet wiedersehen. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.